Willkommen zum neuen Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute kommt endlich mal ein Video online, was sich viele, viele von euch gewünscht haben. Und zwar ein Q&A zum Thema Freund. Ja, die meisten wissen es wahrscheinlich schon, dass ich aktuell in einer sehr schönen Beziehung bin. Und genau, da kommen natürlich dann ganz viele Fragen auf. Ich habe auch schon relativ viele Fragen auf Instagram beantwortet. Diese sind aber dann ja nur 24 Stunden in der Story online. Und deswegen dachte ich mir, mache ich mal ein YouTube-Video darüber. Ich habe jetzt hier auch schon alles runtergeschrieben. Also ich glaube, das sind insgesamt 30 Fragen, die ich jetzt gleich beantworten werde. Natürlich sind das Fragen, die nicht so privat sind und wo es für uns beide okay ist, dass ich diese hier öffentlich beantworte. Ja, ich würde sagen, damit das Video nicht zu lange geht, fange ich jetzt an. Fangen wir an mit der ersten Frage und die lautet, hattest du vorher schon einen Freund oder ist das dein erster Freund? Das ist tatsächlich jetzt mein erster Freund. Natürlich hatte ich vorher schon Kennenlernphasen mit anderen Jungs, aber irgendwas hat da nicht so richtig gepasst oder harmoniert, weswegen das daraus halt nie eine Beziehung geworden ist. Genau, also das ist jetzt mein erster Freund. Wo habt ihr euch kennengelernt? Also wirklich kennengelernt haben wir uns erst so in der Kennenlernphase. Und genau, er kam halt, als ich in die 10. Klasse gekommen bin, kam er halt auch mit auf unsere Schule und mit in unsere Stufe rein. Und am Ende des Schuljahres machen wir immer so ein Stufenzelten. Und da haben wir das erste Mal miteinander geredet, also das ganze Schuljahr vorher nicht. Natürlich kannte ich ihn so ein bisschen vom Sehen und von Erzählungen, wo er vielleicht erwähnt wurde. Aber so richtig geredet oder so haben wir das ganze Schuljahr über nicht. Also erst beim Stufenzelten hat sich das Ganze so ein bisschen entwickelt mit dem Kennenlernen. Was habt ihr beim ersten Treffen gemacht? Wir haben eigentlich nichts so Spannendes gemacht. Und zwar hat er mich einfach mit seinem Motorrad abgeholt. Dann sind wir ein bisschen Motorrad gefahren. Dann sind wir noch bei BMW hingefahren und da hat er mir ein Motorrad gezeigt, was er richtig schön findet und was er gerne hätte. Und dann haben wir ein bisschen über Motorräder geredet und dann sind wir weitergefahren zu einer Bank und haben da noch mal ein bisschen zusammen geredet. Und dann war irgendwie schon 22:45 oder 22:30 und ja, da hat er mich dann wieder mit dem Motorrad nach Hause gebracht. Also wir sind eigentlich fast die ganze Zeit nur Motorrad gefahren. Was habt ihr in der Kennenlernphase unternommen? Ja, entweder sind wir halt mit dem Motorrad zu irgendeiner Bank gefahren und haben halt da geredet. Oder er hat mich auch manchmal mit zu den Jungs genommen. Also wenn er sich mit denen getroffen hat, hat er mich da auch mitgenommen. Oder wir haben uns einfach bei einem zu Hause getroffen und da ein bisschen gequatscht, Filme geguckt und so. Ja, genau. Wie war die Kennenlernphase? Also für mich war die Kennenlernphase richtig schön. Kennenlernphasen sind ja immer so was ganz Besonderes, total aufregend. Und ja, ich fand sie einfach nur richtig, richtig schön. Und ich glaube, daran werde ich mich auch immer erinnern. Jetzt ist die Frage, wann seid ihr zusammengekommen? Wir sind am 29.10.2022 zusammengekommen. Und jetzt kommt eine passende Frage dazu. Und zwar, wer hat gefragt oder war das einfach klar? Also er hat mich gefragt. Ich bin auch so ein Typ Mensch, der findet, dass nach einer Beziehung gefragt werden sollte, damit man erstens auch einen Tag hat, wo man sagt, da sind wir fest zusammengekommen. Und weil ich es einfach komisch finde, wenn man irgendwann sagt, ja, das ist mein Freund, das ist meine Freundin. Ich finde, ja, da sollte einer von den beiden schon vorher gefragt haben. Ist einfach so, mein Geschmack mag ich mehr. Und ja, deswegen, er hat mich letztendlich dann gefragt. Die nächste Frage lautet, woher wusstest du, dass er der Richtige ist? Und ich glaube, da hat mein Körper mir einfach mit meinen Gefühlen ganz klar und deutlich gezeigt, dass das die richtige Person für mich ist und dass es mit uns beiden zusammen sehr gut passt. Und zwar war ich vor allem bei den ersten Treffen immer total aufgeregt, bevor wir uns gesehen haben und habe eigentlich die ganze Zeit nur noch an ihn gedacht, wollte jede freie Minute mit ihm verbringen. Man hatte einfach zusammen sehr viel Spaß, man hat viel gelacht, man konnte aber auch über ernste Themen reden, man hat sich wohlgefühlt und ja, es hat halt einfach sehr gut bei uns harmoniert und deswegen war mir eigentlich schon relativ klar oder hat mir mein Körper relativ klar gezeigt, dass er der Richtige ist, weil er mir auch einfach gut tut und genau. Habt ihr schon vor der Beziehung beieinander übernachtet und euch geküsst? Ja, tatsächlich schon. Das erste Mal beieinander übernachtet haben wir bei ihm nach einer Party. Und zwar sind wir nach der Party zu ihm gelaufen und dann habe ich halt bei ihm geschlafen. Wie hast du es deinen Eltern erzählt? Also meine Mutter wusste es eigentlich von Anfang an und ich glaube, sie hat es auch einfach meinem Vater direkt erzählt. Und zwar war das erste Treffen ja mit dem Motorrad zusammen und er hat mich hier abgeholt mit dem Motorrad. Und da war mir schon klar, dass ich nicht einfach rausgehen kann bei einem
für meine Eltern fremden Jungen auf dem Motorrad steigen kann und wegfahren kann. Da wären meine Eltern ziemlich sauer auf mich gewesen. Deswegen habe ich die halt vorher gefragt, ob das okay für die ist, wenn ich bei ihm jetzt Motorrad mitfahre. Und dann hat meine Mutter halt direkt noch so ein paar Fragen gestellt. Und ja, irgendwann hat sie mich halt gefragt, ob wir dann zusammen sind. Und dann habe ich halt gesagt, ja. Also bei uns war das gar nicht irgendwie unangenehm oder so, zum Glück. Das hat sehr einfach bei uns geklappt. Wie versteht er sich mit deiner Familie und du mit seiner? Also er versteht sich mit meiner Familie richtig gut. Meine Familie mag ihn aber auch total. Also der ist total beliebt bei uns. Und ja, das klappt richtig gut zwischen uns allen. Ich verstehe mich auch mit seiner Familie richtig gut. Ich finde die alle da total nett, freundlich. Und ich fühle mich einfach sehr, sehr wohl bei ihm zu Hause. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass er so eine tolle Familie hat, die mich auch so nett aufgenommen hat. Was sagen deine Freunde zu ihm? Ja, dadurch, dass wir alle eh in einer Stufe sind, beziehungsweise ich jetzt nicht mehr, aber die sind ja noch in einer Stufe. Ich bin ja nach der 10. gegangen und mache jetzt eine Ausbildung. Kannten die den halt alle schon und die verstehen sich auch alle zum Glück richtig gut mit denen. Vor allem meine zwei besten Freundinnen waren halt eh von Anfang an mit dabei und wussten über alles direkt Bescheid. Und ja, die verstehen sich zum Glück alle sehr gut und wir gehen auch zusammen feiern und so. Wie weit wohnt er von dir weg? Zum Glück nicht so weit, also circa 5 Minuten schätze ich. Also da habe ich schon mal richtig Glück gehabt, dass man da nicht so weit fahren muss. Das ist echt super angenehm. Wie oft seht ihr euch? Ich würde sagen, wir sehen uns relativ oft. Also es kommt halt immer darauf an, wie viel wir in der Woche mit unseren Freunden machen. Also wie viel er mit seinen Jungs macht und ich mit meinen Mädels mache. Aber meistens sehen wir uns so 5 bis 7 Mal die Woche. Manchmal ist das auch so, dass wir uns vorher erst mit Freunden treffen und dann wir noch zu mir oder zu ihm fahren und uns dann treffen. Genau, so ist das auch ganz oft abgelaufen. Ja, also wir sehen uns schon relativ oft, was ich aber auch gut finde, weil ich mag sehr, sehr gerne mit ihm Zeit zu verbringen. Erzählst du ihm alles? Ja, tatsächlich schon. Vor allem mittlerweile kann ich ihm einfach alles anvertrauen und ich merke einfach, dass es mir total gut tut, mit ihm über die Dinge reden zu können und so. Und er kann mich da auch überall verstehen und hilft mir dann einfach, wenn ich vor allem mal einen schlechten Tag oder so hatte, mich wieder aufzumuntern und daraus noch einen guten Tag oder so zu machen. Und er merkt mir das aber auch einfach an, wenn mich vielleicht irgendwas bedrückt oder so. Und dann spricht er es halt auch an. Also ja, deswegen mittlerweile erzähle ich ihm wirklich alles. Und ich glaube, er weiß auch schon alles über mich. Red Flags oder gibt es Sachen, die du halt nicht an ihm so sehr magst? Nein, gibt es nicht. Und ich finde vor allem, wenn man in der Kennenlernphase schon ganz viele Dinge aufzählt, die einem an der Person nicht gefallen, dann ist es nicht die richtige Person, weil für mich war die Kennenlernphase nur positiv. Ich habe alle Dinge nur positiv gesehen und auch jetzt sehe ich halt nichts Negatives, was mich so stört oder mich belastet. Ich könnte das dann gar nicht so auch die ganze Zeit mit der Person dann aufeinander hocken, sage ich jetzt mal, wenn einem irgendwas Extremes an einer Person stört. Ja, deswegen, ich habe nichts, was mich jetzt extrem stört oder ich richtig schlimm finde oder so. Für mich ist er so, wie er ist, perfekt. Und genau, deswegen gibt es da keine Red Flags. Euer Altersunterschied, der ist zum Glück nicht so groß. Also er ist halt aktuell 17, wird er 17. Er ist aktuell 18, aber wird in ein paar Monaten, das dauert noch, 19. Und ich bin ja 17, deswegen ist jetzt nicht so ein großer Altersunterschied. Ja. aber unser größter Unterschied ist sehr groß. Also das ist auch die nächste Frage, euer größter Unterschied. Ja, irgendwie habe ich mir eine sehr große Variante ausgesucht. Also ich bin ja so circa 1,57 und er ist halt 1,90. Also es sieht schon manchmal sehr lustig aus, wenn wir nebeneinander herlaufen, aber mich stört das halt jetzt nicht. Genau. Also unser Altersunterschied ist nicht groß, aber unser Größenunterschied ist sehr groß. Mag er Tiere und hat er eigene? Also er mag Tiere auf jeden Fall. Vor Dusky, also vor unserem Kater, hat er ein bisschen Respekt, aber kann ich auch verstehen, der Dusky ist jetzt nicht der Liebste. Aber zum Beispiel Tiffy, also die Katze von Julia, mag er, unsere Hunde mag er und Bellamy und so mag er auch. Und ja, aber eigene Tiere hat er nicht. Aber wenn wir zum Beispiel weg sind oder so, macht er auch unsere Hunde, also geht mit denen spazieren, nimmt sich Zeit für die und so. Richtig süß. Reitet er auch und hat er ein Pferd? Nein, er reitet nicht und hat auch kein eigenes Pferd.
war ja schon mit im Stall. Ja, tatsächlich war er schon mit im Stall. Er unterstützt mich da am Wochenende oder so manchmal sehr gerne und das freut mich natürlich auch. Und er macht auch relativ viele Dinge jetzt schon alleine, was ich richtig cool finde. Und er und Bellamy verstehen sich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Will dein Freund auch mal auf Bellamy reiten? Er hat auf jeden Fall mal gesagt, dass er sich mal draufsetzen würde, wenn ich ihn eine Runde Schritt führe. Aber dazu gekommen ist es jetzt noch nicht. Mal schauen, ob wir das irgendwann mal machen oder nicht. Aber so richtig reiten würde er jetzt nicht anfangen oder würde er halt auch Bellamy nicht. Jetzt kommt eine Frage, die ich richtig cool finde und ich hätte nicht gedacht, dass mir diese Frage gestellt wird. Und zwar, hat er dich verändert? Und ich würde sagen, ja, ins Positive auf jeden Fall. Früher war ich öfters mal irgendwie schlecht gelaunt oder schnell gestresst und irgendwie das habe ich seitdem gar nicht mehr, weil ich einfach sehr, sehr glücklich bin und immer was habe, worauf ich mich den ganzen Tag über freue, dass zum Beispiel er dann abends zu mir kommt oder ich abends dann noch zu ihm fahre oder so. Bist du zufrieden und glücklich mit der Situation? Ja, auf jeden Fall. Ich merke total, dass mir das gut tut und ich bin sehr, sehr glücklich. Es könnte einfach auch nicht besser laufen und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Situation und ich hoffe, es ändert sich auch nicht. Bist du ein eifersüchtiger Mensch? Es geht so, also es kommt halt so drauf an, was für Themen. Aber bei ihm tatsächlich jetzt nicht so. Er gibt mir erstens keinen Grund dafür, eifersüchtig zu sein. Also es ist bisher nie irgendwas passiert, wo ich hätte eifersüchtig sein können. Und ich glaube, das wird auch nicht passieren, weil das einfach nicht so sein Typ ist. Und ich vertraue ihm halt einfach auch sehr oder wir vertrauen uns gegenseitig auch sehr, weswegen ich vielleicht aus einer Situation, die passiert, nichts Schlimmes sehe oder nichts Eifersüchtiges sehe. Aber ich kann bestimmt trotzdem irgendwann mal in irgendeiner Situation eifersüchtig reagieren. Das kann ich mir schon vorstellen. Also ich bin zum Beispiel auch beim Thema Pferd, was mein eigenes Pferd angeht oder so, auch gerne mal eifersüchtig. Ja, deswegen könnte das vielleicht auch irgendwann mal passieren oder auftauchen. Habt ihr oft Streit? Nein, zum Glück nicht. Und das finde ich auch richtig gut so. Mir würde jetzt auch keinen Streit einfallen, der so richtig, richtig schlimm war. Ich würde sagen, wir hatten auch noch nie so einen wirklichen Streit. Vielleicht mal eine kurze Auseinandersetzung oder Meinungsverschiedenheiten, aber nie etwas richtig krass Schlimmes oder so. Und genau, darüber bin ich auch sehr froh. Jetzt eine Frage, wo ich nicht wusste, ob ich die beantworten sollte oder nicht, aber ich dachte mir, ich nehme es einfach mal mit rein, weil mich das ganz viele gefragt haben. Und zwar, nimmst du die Pille? Ja, ich nehme sie seit Dezember circa, aber ich habe sie halt vorher nicht genommen, weil ich hatte Angst vor Nebenwirkungen oder so. Und da ich halt eh keinen festen Freund hatte, war mir das dann auch relativ egal. Aber jetzt nehme ich sie halt seit Dezember ungefähr und zum Glück habe ich jetzt nicht so starke Nebenwirkungen oder so. Und darüber bin ich auch wirklich sehr, sehr zufrieden. Die nächste Frage ist, hat er dir schon eine Kette oder so geschenkt? Ja, tatsächlich hat er mir zu Weihnachten eine Kette geschenkt. Die trage ich eigentlich auch jeden Tag. Genau, aber das ist, finde ich, jetzt nichts, was in der Beziehung einen hohen Wert hat, dass mein Freund mir irgendwelche bestimmten Dinge oder so schenkt. Aber natürlich habe ich mich sehr über diese Kette an Weihnachten gefreut. Und zum Beispiel hat er mir zum Geburtstag auch einen Phantasialand-Gutschein geschenkt und dann waren wir auch schon zusammen im Phantasialand. Sowas finde ich auch richtig cool, wenn man so Aktivitäten einem schenkt. Ich habe ihm zum Beispiel auch schon mal einen Aqualand-Gutschein geschenkt, den müssen wir aber noch einlösen. Ja, genau. Und die nächste Frage, zeigt er sich mal, beziehungsweise kannst du mal ein Bild von ihm zeigen, kann er mal ein Video mit dir drehen, etc.? Ich sage euch mal so, ich glaube nicht, dass das jemals so passiert. Also aktuell sagt er ganz klar, er möchte nicht gezeigt werden. Und ich bin schon sehr froh darüber und sehr dankbar darüber, dass ich überhaupt zum Beispiel so jetzt ein Video drehen darf, wo ich so Fragen beantworten darf und euch überhaupt erzählen darf, dass ich in einer Beziehung bin. Und ich kann es auch voll verstehen, dass er sich nicht zeigen möchte. Ich meine, das sind viele Leute, die meine Stories oder die meine Videos gucken oder TikToks gucken. Und wenn man einfach nicht so gerne in der Öffentlichkeit stehen möchte, dann müsst ihr das jetzt leider auch akzeptieren und ich akzeptiere das auch und respektiere das. Und ja, vielleicht irgendwann mal will er sich doch zeigen oder ist für ihn okay, wenn ich ein bestimmtes Bild hochlade. Aber aktuell ist das nicht in Planung. Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage angekommen und zwar, wollt ihr zusammen mal in den Urlaub fliegen? Ich denke schon, dass wir irgendwann zusammen in den Urlaub
fliegen, fahren, Urlaub zusammen machen. Fände ich auf jeden Fall richtig cool. Ich hätte da richtig Lust drauf. Ich glaube auch, dass das richtig schön werden könnte. Aber für diesen Sommer ist zum Beispiel nichts geplant. Da ist er nämlich erstmal noch so mit seinen Jungs auf jeden Fall im Urlaub. Und ich bin noch mit Robin und Papa im Urlaub. Aber ich hoffe, mein iPad hat jetzt noch genug Akku. Nein, hat's nicht. Aber ich wollte eigentlich euch nur erzählen, dass wir uns so eine Summer Bucket List geschrieben haben, was wir so alles im Sommer zusammen erleben möchten, unternehmen möchten. Und darauf freue ich mich auch schon total. Wir haben nämlich richtig coole Dinge darauf stehen, die wir zusammen machen können. Und genau, damit wir auch hier mal wieder etwas Spannenderes passiert oder wir einfach nochmal so ein paar Dinge zusammen machen können. Und zwar im Winter, wenn es kalt ist und früh dunkel ist, da kann man ja nicht so viele coole Sachen unternehmen. Und da treffen wir uns halt einfach oft zu Hause. Aber ich denke, im Sommer machen wir viele coole Unternehmungen. Darauf freue ich mich auch schon total. Ich wollte euch eigentlich nur diese Liste zeigen, aber mein iPad ist leider leer. Es hatte vorhin noch 5%. Ich habe gehofft, dass es reicht für das Video. Aber leider hat es nicht gereicht. Ist ja auch egal. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Euch haben die Fragen gefallen, die ich ausgesucht habe. Und ich konnte alles gut erzählen und erklären. Und genau. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!